Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Fußball-Vlog am Donnerstag. Ja, zwei Champions League-Spieltage in dem Sinn liegen ja hinter uns. Der vierte Spieltag mit, ja, aus deutscher Sicht durchwachsenen Ergebnissen, würde ich sagen. Gut, fangen wir an. Bayern erwartungsgemäß gewonnen, da damit auch sicher für das Achtelfinale qualifiziert, war jetzt nicht wirklich die Überraschung. Dortmund daheim 1-1 gegen Sevilla, gut, kann man mit leben. Hätte ein bisschen mehr sein können. Leipzig gewinnt in Glasgow, finde ich also schon mal gut. Sichert damit natürlich irgendwo Richtung Euroleague schon mal ab und sie haben eine Chance weiterzukommen. Ja, und dann natürlich die Eintracht gestern 3-2 in Tottenham verloren. Muss man als Eintracht-Fan sagen, ja, ist schade, aber auch leider eine zu erwartende Niederlage. Und ja, Leverkusen 3-0 daheim gegen Porto verloren. Letztgenannte beide jetzt natürlich Tabellenletzter, aber zumindest bei der Eintracht sieht es eigentlich noch so aus, dass es tatsächlich sogar immer noch schaffen könnte. Ja, ich weiß nicht, ich gehe mal davon aus, Tottenham hast du auch gestern gesehen. Ja, habe ich mir angeguckt, aber wie gesagt, hätten wir wieder ein Unentschieden geholt, hätte ich es gefeiert. So muss ich sagen, es ist im Endeffekt das Ergebnis, mit dem man eigentlich auch rechnen konnte. Also ich meine, am Ende des Tages muss man dann auch mal vielleicht wirklich die Frankfurter Brille abziehen und sagen, du siehst schon, warum der Kader so teuer ist, wie er ist, weil die dann auf einigen Positionen doch einfach nochmal eine Klasse besser kicken können als bei uns in Frankfurt. Das ist so. Du hast auch den großen Unterschied zum Spiel in Frankfurt, weil in Frankfurt hatte sie drei Chancen am Anfang, haben keinen reingemacht, jetzt waren halt die ersten drei Dinger drin. Das kommt auch noch dazu, aber wie gesagt, du hast es auch, aber auch ohne die Tore jetzt mal, finde ich, hast du es auf dem Platz gesehen, warum die beiden Stürmer da vorne das Geld bekommen, was sie bekommen und warum sie nicht bei der Eintracht spielen, sondern in der Premier League bei Tottenham. Und so kannst du eigentlich den ganzen Kader mehr oder weniger durchgehen. Also ich fand, du hast es gestern schon gesehen, dass das der korrekte Sieger ist. Und trotzdem finde ich das immer noch grandios, wenn man überlegt, wo wir herkommen, dass wir jetzt da in der Champions League spielen und teilweise mit Mannschaften auf Augenhöhe sind. Und deswegen ist das so, wie es ist. Ja, wie gesagt, erwarten gewesen. Also ist jetzt nicht so, dass hier bei mir irgendwie großartige Trauer ist. Wie gesagt, ich hätte ein Unentschieden natürlich super gefeiert, ja. So wie vor einer Woche. Aber diesmal sollte es nicht so sein. Und am Ende des Tages, wir haben auch nicht unglücklich verloren, sondern man muss leider sagen, wir haben schon verdient verloren. Und für die Verantwortlichen bei der Eintracht heißt das, wir wissen, was wir in den nächsten Jahren zu tun haben, damit wir irgendwann vielleicht auf dem gleichen Level sind wie Tottenham. So. Du hast auch ganz klar gesehen, dass also, sagen wir mal, Fehler halt in der Champions League brutaler bestraft werden als auch in der Bundesliga. Ja. Das muss man auch sagen. Also, und dass der ein oder andere ja auch jetzt auf dem Niveau noch nicht das Niveau hat, was er vielleicht gemeint hat, haben zu können. Also, wie gesagt, ich bin ein großer Fan vom Randall Kolo Muani, aber da hast du ganz klar gesehen, da haben die englischen Verteidiger in seine Grenzen aufgezeigt. Und ja, wie gesagt, es dürfte wohl eines der besten Sturmduos der Welt sein, Son Kane, aber plus diese Kombination, dass der konnte anscheinend ja wirklich diese Spielzüge bis zum Abwinden trainieren lässt, und damit dementsprechend hast du auch gesehen, dass diese Laufwege und alles super gepasst hat. Und dass dann halt auch bei uns der ein oder andere einfach nicht mehr hinterhergekommen ist. Ja. Das muss man halt auch, wie gesagt. Du hast die Klasse bei Tottenham gesehen. Du hast erkannt, dass es, wie gesagt, diese berühmte Stufe mehr ist oder höher ist. Und wie gesagt, das sind dann halt die Punkte, die müssen dann die Trainer, die Verantwortlichen von der Eintracht einfach auch ganz normal analysieren und
Und dann weiß man, in welche Richtung man vielleicht auch das eine oder andere Training nochmal, auch taktische Training vielleicht verändern muss. Weil Laufwege, glaube ich, hast du auch in dem Spiel gesehen, stimmen bei der Eintracht teilweise gar nicht. Ja. Also, und wie du ja selber gesagt hast, du kannst natürlich auch über Laufwege das ein oder andere auch positiver gestalten, selbst wenn dir die spielerische Klasse fehlt. Aber wenn natürlich die Laufwege abgestimmt sind und sie auch alle einhalten, dann funktionieren einfach gewisse Dinge. Das eine Zahnrad greift ins andere, um es mal so zu sagen. Und da, also du hast gesehen bei der Taktik, Technik, da ist überall Platz und Spielraum. Aber viele von den Spielern sind noch so jung, die wir haben. Also da ist dann auch noch Potenzial und deswegen, das muss man jetzt so annehmen, wie es ist. Braucht nicht nach irgendwelchen farbenscheinigen Entschuldigungen zu suchen, was weiß ich, der Schiri oder irgendwas. Und dann ist das auch, so, dass man da was hat, auf dem man aufbauen kann. Und wie gesagt, es ist ja noch nicht verloren. Im Prinzip jetzt, sagen wir mal, ein Schlüsselspiel ist in 2 Wochen definitiv das Heimspiel gegen Marseille. Und auch dann sollten wir aus irgendeinem Grund, man muss es ja sagen, Dritter oder Vierter werden. Wenn wir Dritter werden, kommen wir in die Euroleague, dann war das ja alles schon ein Erfolg. Klar, wenn du komplett ausschaltest, wäre es eigentlich schade. Okay, dann ist es so. Wie gesagt, man kann es mitnehmen, man hat was gelernt. Aber sagen wir mal so, ich würde jetzt auf keinen Fall die Flinte ins Korn werfen, denn dazu ist die Möglichkeit wirklich noch gegeben, beide Spiele sogar so zu gestalten, dass man in der Champions League weiterkommt. Und dann losgezogen und in Korn sollte man den Filmblende sowieso nicht werfen. Selbst wenn du gar keine Chance mehr hättest, solltest du auch dann noch die letzten Spiele so antreten, als ob du eine Chance hättest. Weil ich glaube, jedes Spiel in der Champions League ist auch für viele von den Spielern, die wir zum Beispiel in Frankfurt haben, einfach auch ein Lerneffekt. Also deswegen, also und ja, du hast recht. Ich glaube auch, dass das Schlüsselspiel für uns gegen Marseille sein wird. Und wenn wir Zweiter dann am Ende werden sollten, ist es super, super genial. Wenn wir Dritter werden sollten, gut, dann müssen wir halt wieder den Pott gewinnen. Ja, dann bist du wieder dabei. und auch wenn wir Vierter werden sollten, dann muss man einfach sagen, ja, hat in diesem Jahr einfach nicht gereicht, aber wir haben teilweise sehr gute Auftritte, wir haben teilweise kämpferisch gute Auftritte. Die Spieler werden was mitgenommen haben, der Verein wird was mitgenommen haben. Und danach heißt es dann, falls der Vierte rausspringt, naja, auf die Liga konzentrieren und auf den DFB-Pokal. Ja. Also deswegen, ich sehe das bei uns, also jetzt für uns als Eintracht Frankfurt, sage ich mal, sehe ich das relativ entspannt. Also, und wie gesagt, man kann es ja relativ schnell nochmal die Abwehr. Bayern sind praktisch durch, oder die sind ja de facto durch. Die werden auch als Gruppenerster ja die Sache beenden. Dortmund fehlt, glaube ich, noch einen Punkt. Den werden sie wohl auch holen. Werden Gruppenzweiter, mehr ist auch mit Man City in der Gruppe nicht drin, das muss man fairerweise auch sagen. Damit haben sie eigentlich ihre Hausaufgaben gemacht. Gut, Leipzig muss man mal gucken, das wird also natürlich noch schwer. Die könnten eigentlich schon mal dem Herrn Rüdiger, hoffentlich war der Cut nicht zu schlimm, ein Dankeschreiben schicken, denn durch dieses Tor in der 95. Minute sind jetzt die Chancen für Leipzig natürlich noch in eigener Hand. Denn man muss ja, auch in der Gruppe muss man ja realistisch sagen, die werden gegen Real Madrid verlieren. Und dann haben sie ihr Endspiel gegen Schachtar. Gewinnen sie es, kommen sie weiter, verlieren sie es und werden sie wahrscheinlich Dritter und steigen in die Euroliga. Relativ einfach zu rechnen. Deshalb auch alles noch drin. So, und ja, für Leverkusen. Ja, und für Leverkusen, unseren Gegner vom Wochenende, da wird es natürlich jetzt brutal schwer. Auch da ist noch nicht die Messe gelesen, aber die müssen eigentlich bei Atletico gewinnen. Und ich weiß nicht, so die Leverkusener Auftritte, ob sie das zusammenkriegen, weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, das Potenzial in der Mannschaft ist ja, glaube ich, für jeden einfach klar, dass es da ist. Warum sie es nicht abrufen, ist eine andere Frage. Und die Frage, glaube ich, wird auch Xabi Alonso so schnell nicht beantworten können. Und
wenn ich schon dann so Aussagen auch lese, so er verlangt pro Spiel 100 Pässe mehr, dann siehst du ja schon, dass ihm anscheinend schon nach kürzester Zeit die ersten Sachen aufgefallen sind. Und wie lange er aber dafür braucht, um das in die richtige Bahn zu leiten, steht, glaube ich, auf einem anderen Blatt Papier. Weil ich habe das Gefühl, das ist aus irgendeinem Grund, ist da irgendetwas in dieser Sommerpause passiert, was anscheinend irgendwo auch tiefer sitzt. Na, wie gesagt, es ist ja nicht nur, wenn du auch mal die Leistung vom Radetzky anguckst, also der hatte ja pro Spiel wirklich mittlerweile ein, zwei riesige Fehler drin. Ja, erinnert mich jetzt ein bisschen so an die Frankfurter Zeit. Ja gut, da war er stärker. Also. Ja gut, aber auch da habe ich dir schon mehrfach in Gesprächen gesagt, also zum Glück ist der Mann Torhüter und nicht Fußballer. Aber sagen wir mal so, aber er hat halt gehalten wie ein Weltmeister und also, jetzt habe ich das Gefühl teilweise, er macht also schon sehr interessante Sachen, sagen wir es mal freundlich. Also das heißt, irgendwas scheint in Leverkusen im Moment ein bisschen schief zu laufen. Ich bin mal gespannt, sie sind ja jetzt am Samstag bei uns. Normalerweise waren so die Spiele eigentlich immer klasse, sich auch was anzuschauen, Fußball auf einem hohen Niveau. Ich bin mal gespannt, also wie sie denn jetzt in Frankfurt auftreten werden. Ja, du, von mir aus dürfen sie ihre Krise jetzt also am Wochenende noch ausleben. Ja, also, bin ich auch dafür. Also, hätte ich jetzt kein Problem, wenn das Bayer Leverkusen sagt, komm, wir fangen uns mal 6. Ja, hätte ich auch kein Problem, aber ich befürchte, ganz so viel werden es nicht. Aber auch das, hast du ja auch gestern gesehen, die Rangers lang gegen Liverpool wirklich gut mitgehalten und am Ende hatten sie dann 7 Stücke plötzlich hinten im Netz liegen. Das geht relativ schnell auch mal. Ja, aber erinnere dich mal an ein paar Spiele in der jüngeren Vergangenheit gegen Leverkusen zurück. Da sind schon immer ordentlich Tore gefallen. Ja, ja. Also deswegen. Es kann fußballerisch ein super Spiel werden. Nochmal ein kurzer letzter Schritt in der Champions League, war mal ein Sidestep. Was sagst du eigentlich zu Juventus? Also jetzt ist ja da wirklich Liga relativ schwach. Jetzt nichts gegen Haifa, aber 2-0 als Juventus Turin relativ sang- und klanglos in Haifa zu verlieren, sollte eigentlich auch nicht passieren. Ist jetzt im Prinzip Mini-Trainingslager angesetzt mit Ausgangssperre bis zum Wochenende. Das sind ja eigentlich schon radikale Maßnahmen. Also da scheint ja auch irgendwo komplett was nicht zu stimmen. Und es kann jetzt nicht nur sein, dass Filip Kostic dahin gewechselt ist. Also, puh, das ist jetzt eine harte Theorie. Wie gesagt, die Zusammenfassung, die ich da gestern gesehen habe, ich fand sie lustig, gebe ich ganz ehrlich zu, das große Juve, chancenlos. In der Liga hast du recht, auch da sind sie meilenweit von dem entfernt, was man eigentlich von Juve sehen möchte. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Trainer liegt und ob das wirklich wahr ist, dass man sich den Trainer, dass man den Trainer nicht rausschmeißt, weil er zu teuer wird. Das ist so, ja. Aber für das, was Juve teilweise vor einer Saison in die Hand nimmt und kauft und kauft und kauft und auch abgibt, ist das natürlich schon heftig, was da in Turin abgeht. Ja. Und gut. Und nur weil der alte Abwehrrecken in die MLS gewechselt ist mit 38, 39. 39 sind sie mittlerweile, ja. So. Es kann nicht jeder ein Makoto Hasebe sein. Ja. Naja, gut, es gibt ja die Gerüchte, dass Konto dann jetzt doch wieder zurückkommen soll. Naja, mal gespannt. Kann ich mir zwar auch alles nicht so ganz vorstellen, aber gut. Ich dachte, eben kommt das Gerücht um die Ecke, dass Makoto Hasebe von Juve jetzt abgekauft wird. Oh, ja. Oh, wir brauchen einen erfahrenen Abwehrlecken. Ja. Gut, schauen wir mal kurz Richtung Euro-Conference-League, also sprich auf Leverkusen. Ach, Quatsch. Köln. Köln. Oh, hui, hui, hui.
Alles dasselbe. Das kam richtig gut an. Hei, hei, hei. Alles das Gleiche. Jeder Rheinländer, alles ja, aber wie Herr Müller sagen würde, ob Leverkusen oder Köln, Hauptsache Gladbach, gell? Ja, ja gut, das muss ich auch sagen, Leverkusen, Köln, da ist ja auch nur der Rhein dazwischen. Das ist ja eigentlich auch so mehr oder weniger eins. Sollen sich jetzt auf beiden Seiten richtig unbeliebt zu machen. Wollt ihr noch ein bisschen Düsseldorf oder so auch mit reinbringen ins Boot? Nee. Hau raus, komm. Das Schönste, was ich mal, jetzt einmal eine Side-Story, um sich endgültig unbeliebt zu machen, war, irgendein Auswärtsspiel und hat sich dann einer beschwert, dass wir in Greuther Fürth verloren haben. Und er gemeint, wenn man überlegt, das ist ja eigentlich nichts anderes als das Offenbach von Nürnberg. Hui. Hui, hui. Gut, okay. Aber jetzt natürlich zurück zu Köln. Gut, aber jetzt sind wir vielleicht erstmal in Köln, bevor ja, du... Köln, also im Prinzip, ich würde das in einem relativ kurzen Aufmarsch abhaken. Köln, Union Berlin und die Freiburger. Bei den Kölnern und Union kannst du sagen, die sind eigentlich schon zum Siegen verdammt. Yep. Wobei, also sagen wir mal, Union daheim gegen Malmö sollte es eigentlich möglich sein, beziehungsweise gehe ich eigentlich auch mal davon aus, dass sie das schaffen. Also da hat mich Malmö auch schon im Hinspiel nicht wirklich überzeugt. Und aber für die Kölner, das wird ein hartes Brett. Also definitiv, wobei man natürlich aber auch sagen muss, im vorherigen Spiel gegen Partizan war natürlich das Problem, dass sie so früh das erste Tor gefangen haben oder das Tor gefangen haben und dann konnten sich im Endeffekt die Belgrader zurückziehen, mussten die Kölner das Spiel mal lassen und haben natürlich dann immer die Schnittstellen für Konter bekommen. Ja. Und das darf den Kölnern jetzt eigentlich gegen Partizan nicht nochmal passieren. Also, sondern müssen sie irgendwie das Spiel länger unentschieden halten oder müssen irgendwie gucken, dass sie in Führung gehen. Und dann müssen sie im Endeffekt genau das machen, was Partizan in Köln gemacht hat. Ja, also wie gesagt, dass sie aufbauen und in Konter-Situationen kommen. Aber es wird sehr, sehr schwer gegen Partizan. Gegen bei Union bin ich bei dir. Dass Malmö anscheinend wirklich diese zwei Gesichter hat, zwischen Liga und international. Und der dritte Vertreter ist Freiburg gegen Nantes. Genau. Freiburg sind ja in einer souveränen Position. Die können eigentlich recht entspannt nach Nantes fahren, ihr Spiel aufziehen. Und an der Seitenlinie ist auch wieder Herr Streich. Streich ist auch wieder da. Gut, Freiburg hat jetzt ein anderes Problem, wie ich gesehen habe, dass sie jetzt Probleme mit ihrem Hauptsponsor bekommen, der wohl sich zurückziehen will. Ja gut, aber das hat aber ja keine Auswirkungen auf das Spiel. Also. Wenn ich aber andersrum die Bilanzzahlen von Freiburg gesehen habe, brauchst du mir eigentlich auch keine Gedanken machen. Ich glaube jetzt auch, dass die Freiburger höchstwahrscheinlich einen neuen Hauptsponsor gewinnen könnten. Weil in der Liga präsentieren sie sich gut, international präsentieren sie sich gut, dann haben sie einen Trainer auf der Bank sitzen, der höchstwahrscheinlich bei Umfragewerten mit 90% oder sogar über 90% positiv abschließen würde. Dann scheint der Verein ja gut zu wirtschaften, sauber zu wirtschaften, gesund zu sein. Also es sollte eigentlich dafür sprechen, dass man selbst im Schwarzwald einen neuen Hauptsponsor findet. Ja, ich mache mir um die Freiburger auch wirklich keine großen Sorgen. Und wenn gar nichts geht, Katar. Ja, Katar. Da sollte man Geld rumliegen. Ja. Gut, schauen wir mal. Jetzt Wochenende steht an. Machen wir mal zwei Derbys ganz kurz. Eins ist ja deins, was du wahrscheinlich dann sonntags auch definitiv gucken wirst. Mit dem wirklichen Klassiko. Ah, das meinst du. Dem einen Klassiko. Was für ein Derby redest du denn gerade? Ja, Derby ist... Derby gegen SSV, oder was? Ja, also, nee, Derby haben wir ja in Hamburg am Freitag. Das meinte ich. Aber ich dachte, dann machen wir mal ganz schnell das Lieblingsspiel der Spanier. Real Madrid gegen FC Barcelona.
Ja, ich hoffe einfach, dass Herr Lewandowski das macht, was er die letzten Wochen macht, nämlich nicht wissen, wo anscheinend in Spanien das Tor steht. Ja gut, also wie gesagt, dann da war es nicht mal wie gestern. Da hat er es ja dann doch wieder gefunden. Also. Ja, das war ja gestern, aber so jetzt die letzten Ligaspiele waren nicht mehr So, ja. so wie am Anfang. Und ja, ist natürlich. Das ist El Clasico und das ist auch der einzige Klassiker, den es gibt. Alles andere, was da medientechnisch schwadroniert wird, ja, alles schön für euch. Da liegt viel drin. Das ist die Spitze in der spanischen Liga. Und es sind zwei Vereine, die wirklich unterschiedliche Philosophien in sich tragen. Und ich meine, es ist kein Wunder, dass mein Herz für Real schlägt und dass ich deswegen auch hoffe, dass wir natürlich gewinnen. Und, aber so wie Barcelona natürlich eingekauft hat, egal mit welchem Geld, sind sie auf jeden Fall wieder ein ernstzunehmender Gegner. Ich bin mal gespannt, denn das ist ja auch öfter so, dass Barcelona sich gerade in den Spielen ein bisschen auch über sich hinauswächst. So gerade auch die letzte Zeit, was ja schon. Gut, aber jetzt, also ich muss jetzt mal sagen, wenn du dir den Kader von oder die erste Elf von Barcelona anguckst, die müssen jetzt also nicht über sich hinauswachsen. Also das ist schon richtig gut, was sie da auf dem Platz stehen haben. Das muss man jetzt auch mal als Nicht-Sympathisant offen zugeben. Und deswegen, es wird, glaube ich, schon ein Spiel auf Augenhöhe. Es wird ein Spiel der Philosophien, weil beide Trainer unterschiedlich auch agieren. Beide Kader geben unterschiedliche Spielarten her. Es könnte ein spannendes Spiel werden. Ich gehe mal davon aus, es wird auch für spanische Verhältnisse eine bombastische Stimmung im Stadion sein. Also, wird ein schönes Spiel sein. Ich muss nur für mich entscheiden, in welcher Sprache ich es mir angucke. Gut, das wirst du hinkriegen. Gut, weil du schon bombastische Stimmung, gehen wir mal davon aus, die wird am Freitag in Hamburg auch herrschen, denn da sind wir jetzt beim wirklichen Derby, nämlich Hamburg gegen St. Pauli. Das ist wirklich ein Derby. Und das Sehr ist gut wirklich erkannt. ein Derby, denn die erfüllen also wirklich alle Kriterien, die so ein Derby mittlerweile erfüllen muss. Ja, wobei sie ein bisschen vertauschte Rollen haben. Also der HSV gibt sich sehr, sehr handsam und ruhig. Und bei St. Pauli hat man so das Gefühl, da brodelt es unter der Decke. Ja, es läuft ja auch nicht bei Pauli. Das muss man ja eigentlich, also ich glaube, da ist im Moment Anspruch und Wirklichkeit auch dieses Saison ein bisschen auseinandergelaufen. Ja gut, das eine ist ja, ob es dir bei dir läuft oder nicht, aber das andere ist ja, wenn du so ein bisschen so in die Presse guckst, wer da gegen wen schießt, das ist was anderes. Also, Ja, also Pauli ist sehr offensiv diesmal. deswegen, also hat mich das ein bisschen überrascht, dass so eher so die negativen Schlagzeilen aus St. Pauli kommen und nicht vom HSV, weil da ist, Ja. wie gesagt, Freude Eierkuchen ein bisschen. Na Also, gut, läuft ja auch, muss man ja wirklich im Moment sagen. Im Moment läuft es. Deshalb ist das natürlich auch interessant jetzt am Freitag, denn also es läuft zwar in Hamburg, aber sagen wir mal, sie haben auch einen ganz kleinen Vorsprung, aber wäre natürlich weg, wenn sie jetzt das Derby verlieren sollten. Mal davon abgesehen, dass es natürlich auch wieder so ein Schlag in die Magengrube der Fanszenen wäre, wenn es wieder an Pauli geht. was haben sie denn? Ein Punkt vor Darmstadt und drei vor Drei, drei, Paderborn? also wie gesagt, ja, wie gesagt, der wäre weg. Ja, gut, wie gesagt. Aber ich habe im Moment das Gefühl, aber auch einfach die Mannschaft ist gefestigter. Also war da am Trainer festzuhalten und ihn auch mal jetzt werkeln zu lassen, hätte ich was gesagt, zahlt sich meiner Meinung nach in Hamburg aus. Denn also die Spiele werden immer besser, es harmoniert alles sehr, sehr gut. Also es sieht gut aus im Moment in Hamburg, aber. Ja, wie gesagt, also der HSV präsentiert sich gut. Spielerisch finde ich, gibt es immer noch Möglichkeiten, viele Möglichkeiten nach vorne zu kommen, weil da siehst du schon noch, dass so ein, zwei Sachen so überhaupt nicht funktionieren. Also ich hatte mir jetzt auch mal das Spiel gegen Kaiserslautern ein bisschen angeguckt. Aber
wie du es ja vorhin bei einer anderen Variante gesagt hast, das Spiel bietet natürlich für St. Pauli extrem viel, weil sie über sich wirklich hinauswachsen können. Weil ich glaube, dann kriegst du auch erstmal ein bisschen Ruhe in den Verein, wenn du das Derby gegen HSV gewinnen solltest. Ja, dann, wie gesagt, da ist dann alles wieder ausgeblendet. Also. Aber der HSV, muss ich sagen, ich glaube, selbst wenn der HSV jetzt gegen St. Pauli verlieren sollte, wird es ihn in dieser Saison nicht so aus der Bahn werfen wie in den Jahren zuvor. Ja. Weil, wie du schon gesagt hast, sie wirken wirklich komischerweise gefestigter als sonst. Ja, schauen wir mal. Also Gut. meine größte Befürchtung könnte Wahrheit werden, dass der HSV aufsteigt. Wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, es täte Bundesliga gut, weil er so dann natürlich auch wieder ein Traditionsverein zurückkommt. Aber gut, muss man mal abwarten, wer absteigt. Im Moment bewerben sich ja da auch etliche drum. Ja Gut. gut, das gehört, glaube ich, zu jeder Saison dazu, dass sich welche um den Abstieg Ja, bewerben. aber sagen Also. wir mal so, wenn ich, man muss es leider ja sagen, jetzt Stuttgart hat ja jetzt auch Trainer getauscht. Keine Ahnung, der Nachfolger sagt mir persönlich gar nichts, den sie da auserkoren haben. Außer dass er der Assistent vom Herrn Tuchel war. Und aber das war's, das sage ich ganz ehrlich. Wenn man auf die Tabelle guckt, sieht es natürlich für Stuttgart nicht gut aus. Und Das um das könnte so. auch der Grund sein, warum nicht Herr Tuchel gekommen ist, sondern nur der Assistent von Herrn Tuchel. Und dann muss man natürlich sagen, wir haben jetzt natürlich aus Stuttgarter Sicht das blödeste Spiel überhaupt, direkt gegen Mitkonkurrenten Bochum, der ja gerade seine Aufbauspritze erhalten hat. Also, Ja, aber über das Spiel wollen wir jetzt nicht reden. nein. So. Nein, ich wollte also nur so sagen, deshalb, da wird es spannend. Gut, man muss natürlich über den Super Sonntag der Bundesliga reden, wenn die ersten vier gegeneinander jetzt antreten. Ja. Also Oder. deswegen wird es aber nicht zum Supersonntag nicht böse sein. Ja, gut, also sagen wir mal so, es klingt mal interessant, das Spiel. Also Union gegen Dortmund. Bin ich mal gespannt, wie die Dortmunder mit dem Union-Spiel zurechtkommen. Wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, Dortmund spielt keine gute Saison. Fußballerisch. Punktetechnisch sieht es natürlich anders aus. Mit der natürlich der Chance, wenn sie in Union gewinnen, stehen sie top da. Ja, aber ich würde gern sehen, wie die Stürmer oder die Offensivreihe von Dortmund das Bollwerk von Union bezwingt. Ich hätte jetzt gesagt, so wie mir, schnelles Direktspiel kannst du sich auch auseinandergeben. Das wäre mir neu, dass Dortmund unser Spiel kopiert. Ja, nur, so geht's. Wir haben gezeigt, wie es geht. Nee, deshalb. Ja, nee, ich sehe da auch, wie gesagt, es gibt zwei wirklich Sachen im Prinzip Dortmund. Wie schaffen sie es, den Unionriegel zu knacken und auf der anderen Seite die zwei schnellen Stürmer in den Griff zu bekommen? Denn das Umschaltspiel von Union dürfte eines der stärksten in der Liga sein. Ja, und die Abwehr von Dortmund Nicht die ist über schnellste. Schnelligkeit zu knacken. Ja. Deshalb, also das ist auch ein Spiel, da kann man sich wirklich drauf freuen. Und dann muss man natürlich auch sagen, Bayern-Freiburg. Wobei also Freiburg in München einfach auch wirklich nicht gut aussieht. Und ich glaube, dass das auch für die Freiburger, so toll die sind, eine Nummer zu groß ist. Noch. Aber ich glaube, du könntest dir ja die Pressekonferenz vorgeben. Ich glaube, Herr Streich erzählt dann wieder 40, 45 Minuten darüber, dass er ja eigentlich mal früher wegen Bayern überhaupt mit Fußball angefangen hat und wie toll die Bayern waren. Und er redet dann von irgendwelchen Zeiten, als er als 8-, 9-Jähriger mal bei einem Spiel war und da er älter ist als wir, wissen wir gar nicht, von welchen Spielern er redet. Mittlerweile, Also. ja. Ich glaube, das Spannendste an diesem Spiel könnte wirklich die Pressekonferenz vorher sein. Ja. Aber wie gesagt, ich bin mal gespannt. Natürlich, es fehlt in München, keine Ahnung, wie die das eigentlich immer hinkriegen, dass die ja so viele Corona-Fälle haben. Ja, gut, sie hatten noch ihren Hotspot, die Wiesn. Ja, gut, aber meinst du, das reicht? Ja, ich meine.
Ich meine, wenn du ein Spreader-Event dir dorthin bastelst und auch zu allen sagst, bitte keinen Abstand halten und keine Masken tragen. Ich sage also, nach 3 Jahren Corona wissen wir jetzt ungefähr dann doch mal alle so ein bisschen, was dafür sorgt, dass die Zahlen nach oben gehen könnten. Also. Ja, nee, das Einzige, was ich ausgerechnet, mir ist es ja relativ egal, wenn die Bayern Corona haben, aber mir fällt jetzt natürlich Musiala in meiner Kicker-Elf aus. Das ist. Welche Dramen sich da jetzt abspielen. Ja, auch verletzt. Ja, da bin ich ja eh der Meinung, dass da irgendeine Regelung bei der Kicker-Elf eingeführt werden müsste, dass man auch solche Eventualitäten nochmal nachkaufen dürfte. Ja. Wie? Weil das ist ja Wettbewerbsverzerrung. Ja, ah, ja gut, siehst du ja in Leipzig. Torwart mit Kreuzbandriss raus, haben sie jetzt nochmal einen Reservemann holen dürfen. Weil der vereinslos war. Ja, kann man ja auch machen. Das waren natürlich nochmal vereinslose Spieler in die Kicker. Wäre zum Beispiel auch was für die Jasmin. Ja, mach dich heute einfach mal doch allen lustig. Ja, ich wollte ja sagen, hallo Jasmin, groß geht an dich raus. Also wen hast du heute alles? Die Kölner, die Düsseldorfer, die Leverkusen, die Offenbach, Nürnberg, die Bochum. Ja, alles gut. Was haben wir denn noch sonst? Läuft doch bei dir. Läuft, ja, komm, sind noch ein paar über. Ja, komm, heb dir was auf für nächsten Donnerstag. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass dann schon wieder, sag ich mal gucken, was. Ja. Mal gucken, was nächste Woche geht. Ja, musst du dich irgendwann nächste Woche haben wir ja Pokal auseinandersetzen. Da kannst du ja richtig viele andere Vereine. Ja, jetzt gibt es den Abschluss, hat hinten nochmal, da spielen wir ja wenigstens gegen die richtigen Stuttgarter. Nee, alles gut. Naja, das war die ganze Zeit so ruhig. Gut. Wie gesagt, komischerweise, du hast heute Hertha in Ruhe gelassen. Was ist los? Fällt mir im Moment ehrlich gesagt nicht an, immer über denselben Kram zu reden, ist ja auch langweilig. Man muss sich auch mal neue Feindbilder suchen. Mal gucken, was die Hertha hinkriegt. Ich glaub, das hast du heute gut hingekriegt. Ja, war ein erfolgreicher Tag. Ah. Weißt du doch. Vor allem, wenn ich mir die Uhrzeit angucke, hast du ja noch ein paar Stunden noch andere Dinge zu tun. Also. Okay, Gott, machen wir Schluss für heute. Mir fällt nämlich jetzt auch keiner was ein. Gruß geht natürlich an alle raus, die jetzt auf meiner Abschlussliste standen. Habt trotzdem Spaß an euren Spielen, außer Leverkusen. Ihr werdet auch dieses Wochenende keinen Spaß an eurer Mannschaft haben. Ich hoffe einfach mal, dass der Marc recht hat mit den 6 Stück. Wäre auch mal unserem Torverhältnis gut tun. Und daher, habt ein schönes Wochenende. Erfreut euch an eure Mannschaften. Ärgert euch über eure Mannschaften. Das ist Sport. Das ist das, warum wir eigentlich den Sport auch so lieben. Und wir hören uns am Montag wieder bei der Telco mit unserer Sabine. Gruß auch natürlich an unser Bienchen an der Stelle nochmal. Und ja, dann bis Montag.